Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Thiele Football zum nächsten Stadionvlog. Heute mal endlich wieder auf der Alm in Bielefeld. Waren wir schon länger nicht mehr. Letztes Mal gegen Braunschweig war auch gefühlt, wenn nicht sogar wirklich, der letzte Sieg von Bielefeld. Denn es läuft nicht wirklich rund und ich dachte mir, wenn ich schon Schalkes schlechten Fußball diesmal nicht im Stadion sehe, dann muss ich auf diesem niedrigen Niveau bleiben und gehe einfach zum schlechtesten Zweitligisten. Und das ist aktuell Arminia Bielefeld. Bin zum dritten Mal, glaube ich, diese Saison im Stadion. Bislang Pleite gegen Hamburg, Sieg gegen Braunschweig. Heute geht es gegen St. Pauli. Auch die spielen keine grandiose Saison. Letzte Woche Stadtderby gewonnen, im Pokal gegen Freiburg eine gute Figur gemacht. Trotzdem wird mal Zeit für die Arminia, hier was zu holen. Und wenn ich schon mal da bin, dann kann es ja auch was werden. Da sind wir, mal wieder sehr nah dran am Spielfeld, Reihe 5, obwohl es gefühlt Reihe 2 ist. Und zwar genau hier. Da ist schön Bielefelder Stehblock. Hier haben wir den einzig wahren Tusche. Und dann St. Pauli, die schon gut vertreten sind. Reise, Junge, jawohl! Reise! Legende! Ist auch da. Bei Bielefeld drei ehemalige Schalker mit dabei. Freisel, unser Aufstiegskeeper, hinten drin. Und Schipka natürlich wieder links hinten. Und auch Schatkowski auf der 10 hinter Fabian Klos. Ja, mal gucken, ob das was wird. Und Schipka, Junge! Gleich geht's los, mein Tipp 3-2 für Bielefeld.
Wahrheit ist, es ist fast genauso scheiße wie auf Schalke immer. 0-0. Zweite Hälfte. Kann losgehen. Yeah.
das war's von der Alm hier aus Bielefeld. Es gab aber wieder einen Sieg. 2-0 am Ende gegen St. Pauli. Zweite Hälfte war auch besser. Also man konnte sich angucken. Nächste Woche geht es dann hier weiter mit zwei Stadionvlogs. Ich bin einmal wieder auf Schalke gegen Freiburg und in Kaiserslautern gegen Nürnberg, glaube ich. Also das sind gute Trips. Hier war es das von der Alm aus Bielefeld. 2-0 Heimsieg für die Arminia. Wichtig, richtig. Und vor allem gönne ich das Martin Freisel. In dem Sinne, macht es gut, ciao. Und bleibt am Ball. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive.